Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu Hundehaaren im Mund Movie oder auch zur Pokémon Soul Silver Edition. Hatten wir das ja schon gelesen? See des Zorns, auch bekannt als der Garados-See. Ja, das hatten wir schon gelesen. Und wie man hier unschwer erkennen kann, schwimmt dort ein kleines rotes Tierchen, was sicherlich nur darauf wartet, von uns angelabert zu werden. Hallo Garados. Na du? Kleiner Mann, hier ist ein Smeraldo für dich, gegen das du kämpfen kannst. So, dann gucken wir doch mal, wie wir das am besten machen. Es ist genauso im Level 30 wie wir. Ich würde es natürlich gern fangen, einfach nur aus der Tatsache heraus, dass es das rote Garados ist. Das rote Garados. Und das hat ganz schön wenig abgezogen dafür, dass es ein Volltreffer war. Wir werden trotzdem ordentlich damit weitermachen. Der Regen ist natürlich auch ein bisschen Käse, einfach der Tatsache entsprechend, dass wenn hier eine Wasserattacke kommen sollte, dass das nicht ganz so schön wird. Aber ja, mit Biss habe ich eher gerechnet. Au, 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 au. Aua. Naja gut, dann war es das halt mit Smeraldo. Ja, wir natürlich setzen wir das nächste Pokémon ein. Wir switchen auf Cole. Mag vielleicht dumm aussehen, aber ich werde... Oh, es ist schneller als wir. Gut, wenn es schneller ist, hat das Ganze gar nicht so viel Effekt. Ich dachte mir so, ja Mensch, gut, mit einer Kopfnuss kann man eventuell das Vieh zum Zurückschrecken bringen, aber... Im Endeffekt wird es jetzt sicherlich nur uns zum Zurückschrecken bringen. Nee, doch nicht. Na gut. So, damit ist es auch im roten Bereich. Dann wollen wir doch mal ein Bällchen schmeißen. Wie ich es nach der letzten Folge übrigens angekündigt habe, haben wir jetzt ein paar neue Bälle von Kurt. Ich habe die ab und zu mal benutzt und ich bin so dumm, ich habe schon wieder einen Flottball vergessen. Ich habe ab und zu mal eingeschaltet, um mir nur Bällchen zu holen. Unter anderem haben wir 7 von diesen Sympa-Bällen und ein paar Freundesbälle. Die beiden Schwerbälle, die kennt ihr ja noch. Und eigentlich hätte der besonders gut funktionieren sollen, da wir ja ein andersgeschlechtliches Pokémon sind, aber scheinbar meint das Garados, dass es nicht auf solcherlei genderspezifischen Sachen achten müsste. Ich meine, im Endeffekt muss es das ja auch nicht, aber es wäre halt schon schön. Na komm, hier, bleib im Sympa-Ball drin. Ich habe extra Osram gerufen, weil du dem nicht so viel Damage machen kannst, in der hoffentlich zumindest. Ich glaube, eigentlich wäre Kurosu die beste Variante. Ja, aber gegen Drachenwut ist es scheißegal. Ja, es regnet weiter. Natürlich regnet es weiter. Ich habe echt noch überlegt, ob ich mir eventuell einen... wie heißt es? Sagt schon. Ob ich mir eventuell ein oder zwei Netzbälle holen soll gegen das scheiß Garados hier, aber... Naja... Es geht auch so sicherlich irgendwie. Und natürlich landest du ein Volltreffer. Was auch sonst. Das Vieh macht uns gleich fertig. Ich sag's euch. Das hat aber auch wirklich gar keine Lust, ne? Mehr als ansprechen kann ich nicht, Kollege. Ich hab nichts, um dir irgendwie einen Statuseffekt zuzufügen. Außer Düngerling mit seinem Sporenwirt vielleicht. Da müssen wir mal gucken, wenn Osram gleich besiegt ist. So, Garados, jetzt bleib im Bällchen drin. Ich hab die Nase voll von dir. Das ist nicht die Definition von drinbleiben. So, na gut, okay. Osram ist auch hinüber. Es regnet weiter, so muss das sein. Ja, natürlich wollen wir das nächste Pokémon einsetzen. Hier, komm raus, Düngerling. Hoffentlich kannst du es einschlafen lassen oder paralysieren, wenn es dich mit Biss trifft. Ich hoffe auch, es setzt Biss ein und nicht Drachenwut oder sowas. Weiß ja gar nicht, was es noch so kann. Eine Attacke müsste ja noch fehlen. Biss, Drachenwut, Silberblick und irgendwas anderes. Ja, es ist eingepennt. Haha. Danke, Düngerling. Du hast das getan, was du tun solltest. Ich glaube, ich hatte selten so viele Probleme, das rote Garados zu fangen. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz erinnern, wie es im goldene... Edition Let's Play war, aber das hier kommt mir doch arg kompliziert gerade vor. Na geht doch.
Meine Fresse, Garados wurde gefangen. Wurde aber auch Zeit. Garados, grausam, taucht es auf, randaliert es. Es beruhigt sich erst, wenn es alles um sich zerstört hat. Nein, Garados kriegt keinen Spitznamen. Und Garados wandert auf Box 2. Und wir haben die rote Haut erhalten. Und das ist das, was ich meinte beim letzten Mal, dass ich mir einfach nicht erklären kann, warum man ab und zu mal rote Haut hier finden soll. Und du scheinst der Typ mit dem schwarzen Umhang zu sein, hä? Ich wusste doch, dass mit diesem roten Garados irgendwas nicht stimmen kann. Es wurde also mit Gewalt dazu gebracht, sich zu entwickeln, was? Bist du auch wegen der Gerüchte hier? Du heißt Oliver, nicht wahr? Mein Name ist Siegfried und ich bin ein Trainer, genau wie du. Als ich die Gerüchte hörte, bin ich sofort hierher gekommen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ich habe dich vorhin kämpfen sehen. Mir war sofort klar, dass du über ein bemerkenswertes Talent als Trainer verfügst, Oliver. Wirklich? Bei dem Kampf? Denkst du, ich bin ein bemerkenswerter Trainer? Wärst du vielleicht bereit, mir ein wenig zu helfen? Ja, klar. Ausgezeichnet, vielen Dank. Ich habe den Verdacht, dass die Carpador dieses Sees durch ein mysteriöses Radiosignal, das seinen Ursprung in Mahagonia City hat, dazu gezwungen werden, sich zu entwickeln. Ich glaube, das Signal stammt aus diesem zwielichtigen Andenkenladen. Oliver, ich gehe schon mal vor und untersuche Mahagonia City. Du brauchst einfach nur hier nach unten zu gehen, du brauchst nicht unbedingt zu fliegen. Aber na gut, wenn du unbedingt fliegen möchtest, werde ich dich davon sicherlich nicht abhalten. Ich werde einmal einen Schutz einsetzen. So. Und dann gucken wir hier drüben mal noch. Du hast aber eine große Reichweite, Kollege. In letzter Zeit habe ich nur Pech. Was meinst du, ob das an meinen Items liegt? Egal, kämpfen wir. Das hebt vielleicht meine Laune. Ja, dann kämpfen wir. Ich weiß, dass du zufällig auch Garados besitzt. Anselm. Scheinbar auch ein Carpador. Aber auch Garados. Und deswegen sind wir mit Bonsai, glaube ich, gar nicht mal so schlecht bedient. Wenn Steinwurf denn trifft. Da haben wir wenigstens irgendwas sehr Effektives. Da der arme Osram ja meinte, sich besiegen lassen zu müssen. So. Ich hoffe, Bedroher macht nicht allzu viel mit unserem Angriff. So, komm. Natürlich kannst du Surfer. Toll. Das ist ja richtig supi. Das rote Garados kann irgendwie keine Wasserattacke und du kannst einfach Surfer. Das reicht nicht ganz aus. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Gut, wenigstens nur Fuchtler. Ich benutze jetzt übrigens Stärke A, weil es reicht, und B, weil Steinwurf nur 90% hat. 90% Trefferchance. Deswegen ist hier wahrscheinlich die Stärke die bessere Option gewesen. Und da kommt noch ein zweites Carpador. Es war also nur ein Garados, was der gute Anselm hier dabei hatte. Na gut, dann zweites Carpador bitte auch hinfort. Gott sei Dank. Ich habe gerade echt Bedenken gehabt, dass es reicht dank des Bedrohers. Aber alles safe, Anselm besiegt. Ich habe verloren, aber ich fühle mich trotzdem besser. Das ist schön, wenigstens das. Und Mutti ruft wieder an. Mensch, da freue ich mich aber. Toll. Na gut, komm, totes Osram. Ich schwimme hier einmal auf dir. Da gibt es ja noch eine schwarze Aprikoko. Scheiß auf die schwarze Aprikoko. Ich habe gerade erst 7 Stück abgegeben. Dafür werde ich mich da jetzt nicht durchschneiden. Und das tote, den toten Düngerling als Kneifzange benutzen, als Gartenschere benutzen, so rum. So, wir sind hier an einer kleinen Geheimstelle vom See des Zorns, könnte man fast sagen. Hier, da wo ein Mogelbaum jetzt draufsteht, haben wir eine Top-Genesung. Ach ja, eine Sache habe ich übrigens auch noch gemacht, weil es rein zufällig von der Zeit gerade gepasst hatte. Ich habe einmal Passwort mit Buena gespielt. Das Passwort war Weberack. Und dann haben wir unseren dritten Punkt bekommen und damit das Item Top-Genesung. Ist mir gerade mit der Top-Genesung, die wir gerade gefunden haben, eingefallen. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Und ich habe zweimal Lotto gespielt, Pokémon Lotto, und ich habe sogar zweimal den letzten Preis bekommen, also den Hyperball. Ja, nur, dass ich es euch nicht vorenthalte, ne? Das lasse ich mir nicht nachsagen, dass ich irgendwelche Sachen mache und euch da nicht erzähle. Was anderes habe ich übrigens nicht getan. Ich habe wirklich nur Lotto gespielt, einmal Buena. Okay, hier sind wir dann beim Garados-Gebiet. Kommen wir hier oben irgendwie rein? Ja, ne? Ja, hier kommen wir rein. Und da oben ist
auch noch ein geheimes Item direkt vor uns. Da ist es. Ein Top-Trank. Okay, für ein geheimes Item zusätzlich zu diesem Wahlglas hier ist das doch gar nicht mal so schlecht. So, da können wir nicht. Nee, das ist leider schon auf den Baumwipfeln da. Ich muss sagen, das verwirrt mich hier ein bisschen. Was den See des Zorns angeht. Das ist nicht ganz so wie damals noch. Es wundert mich auch eigentlich, dass es hier gerade regnet, weil normalerweise dürfte es am Mittwoch nicht regnen. Wir haben heute Mittwoch. Aber irgendwie ist das komisch. Meine, kann mir ja auch egal sein. Ich meine, wir finden ja trotzdem Sachen, die wir suchen können, aber trotzdem ist es seltsam. Wir müssen hier sowieso zweimal hin. Einmal, wo es überflutet ist und einmal, wo es nicht überflutet ist. Einfach, dass wir alle Items kriegen würden, weil sonst würden wir an solche Sachen hier alle nicht rankommen. Ob wir jetzt das Wahlglas und Geheimpower und die rote Flöte auch wirklich brauchen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wage es zu bezweifeln, aber trotzdem, ja, trotzdem und so, ne? Ihr wisst, was ich sagen will. Trotzdem habe ich halt gern alles. So, Nadu. Du hast einen weiten Weg hinter dir. Während ich hier meditiert habe, ist eine neue Kraft in mir erwacht. Ich möchte sie gern mit deinem Pokémon teilen. Hier, nimm das, mein Kind. TM10 Kraftreserve haben wir hier. Dankeschön. Weißt du, was das ist? Das ist Kraftreserve. Sie bringt die wahre Kraft eines Pokémon zum Vorschein, aber vergiss nicht. Typ und Stärke der Attacke hängen vom jeweiligen Pokémon ab, dem du sie beibringst. Ja, wenn du mir jetzt noch sagen würdest, welchen Kraftreserventyp wir haben. Aber da muss ich ja jemand anderen finden. Das ist immer ein bisschen seltsam. Na gut. Reisen wir mal zurück nach Mahagonia City. Gehen einmal kurz ins Pokécenter. Und dann werden wir mal den Andenkenladen betreten. Mal gucken, ob Siegfried da irgendwas rausgefunden hat. Oder ob er irgendwelchen Geistern hinterherjagt. Und seine Einfälle zu nichts und wieder nichts führen. Aber das finden wir sicherlich raus. So, danke, Schwester Joy. Smeraldo geht es wieder besser. Das finde ich wunderbar. Das heißt, für mich ist es mal wieder Zeit für Cole. Und wir könnten Cole eventuell auch ein bisschen länger benutzen. Ah, wir werden sehen. Erstmal Andenken laden. Hallöchen. Dragoran, den Hyperstrahl. Wo bleibst du denn bloß, Oliver? Es ist, wie ich mir dachte. Die seltsamen Radiowellen stammen von hier. Aus dem Weg, Drecksack. Sehr schön gut. Und hier haben wir die Treppe. Oliver, wir sollten uns aufteilen und diesen Ort erforschen. Ich bilde die Vorhut. Okay. Seine Drachen-Pokémon sind einfach zu stark. Woher wusstest du von den geheimen Treppen und in die unteren Stockwerke? Ich hatte sie doch so gut versteckt. Unter dem Schrank? Ja, ist richtig gutes Versteck gewesen. Naja, Rocket-Versteck. Und sehen Sie hier die Snobilikat-Statuen. Es beginnt einer der nervigsten und langwierigsten Abenteuer in der gesamten zweiten Gen. Und hier kann ich leider nicht spulen. Hey, dein Eindringling, Alarm! Alarm! Ja, schlag du ruhig Alarm. Mach, was du willst. Ja, das hier ist so unbefriedigend, der Kampf gegen diesen Billikat-Typen. Weil es jedes Mal dasselbe ist. Jedes Mal. Ich meine, wir müssen dieselben zwei Gegner jetzt, glaube ich, fünfmal besiegen. Oder sind es nur viermal? Ich weiß es nicht. Aber es ist mir auf jeden Fall eigentlich echt zu viel. Aber ich würde halt schon trotzdem gern die ganzen Erfahrungspunkte mitnehmen. Gerade weil Cole sich langsam endlich mal entwickeln müsste. Und Cole entwickelt sich, sobald ich mir das in Erinnerung behalten habe, auch schon im Level 32, aber... Oder war Tonukto 36? Ach, ich weiß es nicht. Mist, ich hab versagt. Ja, du hast versagt, jetzt verschwinde. Und schick deinen anderen Kumpel. Als nächster bin ich dran, es gibt kein Entkommen. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung, dass hier keiner entkommt. So, und noch drei schwache Pokémon. Hurra! Da freuen wir uns alle. Das war die falsche Attacke. Warum denke ich denn, dass das Kopfnuss unten liegt?
Naja, gut. Hätte wir fast geschafft. Hätte es ja fast geschafft. So, hätte wir ja fast gereicht, wollte ich eigentlich sagen. Wo das geschafft herkam, wusste ich auch nicht. Na gut, mach's gut, Zubat. Slimer kommt als nächstes. Da brauchen wir auch auf jeden Fall wieder eine physische Attacke. Probieren wir es mal, ob Kopflos reicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber eventuell, ja, natürlich nicht. Naja, gut, jetzt ist Kopflos eh aus dem Spiel. Machen wir ruckzucki. So. Ciao, Slimer. Und noch ein Radfrazura. Da hätte Kopflos sicherlich gereicht. Aber nein, jetzt muss sie ja blockiert sein und ich brauche eine gute Attacke. Hier, Flammrad. Bleiben wir einfach generell bei Flammrad. Ich muss ja nicht irgendwie sparen. Zur Not nehme ich eine Äther. Die Pokémon schaut uns in unsere Augen und Ohren. Solange du nicht den geheimen Schalter betätigst, wirst du uns nie los. Ja, doch, irgendwie schon, weil diese Snobilikat-Statue ist jetzt aus. Das kann man ganz gut erkennen. Die Augen und der rote Punkt haben aufgehört zu leuchten. So, jetzt könnten wir sagen, wir gehen da durch und kämpfen nochmal. Oder wir gehen hier durch und kämpfen nochmal. Und jedes Nobilikat-Statue hat halt exakt dieselben Pokémon. Das ist einfach frustig. Wie ist das einmal ein Ninja-Versteck? Es gibt hier viele Fallen, um Eindringlinge wie dich zu verwirren. Ich bin nicht verwirrt, ich bin angepisst. Aber eigentlich habe ich noch gar keinen Grund, angepisst zu sein, außer meine Erinnerung daran, was gleich passieren wird. Du bist mir ganz lieb, Randolph, weil du was anderes hast als Traumato und diverse andere Pokémon. Hier die anderen Pokémon bitte einfügen. So, noch ein Magnetilo. Die haben wir schon in wesentlich stärker besiegt. Vor 3 Folgen, glaube ich, im Kampf gegen Jasmin. Also, du brauchst dich hier gar nicht irgendwie anzustrengen, Kollege. So, ciao Magnetilo. Und was haben wir noch? Noch ein Magnetilo. Du solltest vielleicht mal in diese Fahrzone gucken. Da gibt es schon Magneton auf Level 17. Also eventuell wäre das was für dich. Dann kriegen wir auch mehr Erfahrungspunkte. Wobei, genau weiß ich es natürlich nicht. Aber ich glaube, ein Magneton im Level 17 gibt mehr Erfahrungspunkte als ein Magnetilo im Level 20. Wieso überrascht mich das jetzt nicht? Ja, das ist, kann ich dir auch nicht sagen, aber ich bin auch nicht sonderlich überrascht, dass ich dich besiegt habe. Nehmen wir doch einfach mal den Mega-Block hier mit, ein total sinnvolles Item, was ich sicherlich nicht verkaufen werde, auf keinsten. So, naja, da ich eh alles mitnehmen will, ne, ihr kennt mich ja, schnappen wir uns doch einfach mal dieses Nobilikat-Statue hier. Und damit, hey, wie das Nobilikat-Gegner Nummer 1. Hi du. Und die sagen auch immer alle das Gleiche. Alarm! Alarm! Ich wollte doch gar nicht klauen. Na los, Cole. Einmal bitte Flammenrad. Und es ist irgendwie witzig. Wir bekommen schon wieder bei dem Traumato das Level ab. Zumindest gehe ich davon mal ganz stark aus. So. Nee, doch nicht. Aber wenigstens bei dem Trainer. Hallo, Zubat. Na, mein Freund, guck mal hier, ein Flammrad für dich. Lass mich raten. Als nächstes kommen Zubat, Slimer und Radfratz. Nur so ins Blaue reingeraten. Cole versucht, Sternschauer zu erlernen. Nee, das brauchen wir nicht. Wenn, würde ich höchstens Ruckzucki vergessen lassen, aber dann habe ich nichts mehr mit Erstschlaggarantie. Und gerade wenn der Gegner nur noch so 3 Lebenspunkte hat, kann was mit Erstschlaggarantie schon ganz praktisch sein. Deshalb behalten wir es so, wie wir es haben. Wir haben uns ja eh schon Donnerschlag gekauft in Ducatia City damals, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Also wenn Cole sich endlich entwickelt hat, werden wir da auf jeden Fall eine neue Attacke ins Spiel bringen. Und ich glaube, da werden wir dann die Erstschlaggarantie aufgeben. Einfach damit wir auch noch eine Spezialattacke haben und ich Glut damit nicht vergesse. Ne? Weil wenn hier jetzt ein Smogmog rauskommen würde oder sonstiges, das Einzige, was ich habe, was gerade gut Spezialangriff machen würde, wäre Osram. Weil Smeraldo ja auch immer noch keine Step-Attacke hat, deswegen lieber auf die Erstschlaggarantie dann verzichten, als keine Spezialattacke mehr zu haben. So, ich habe genug gelabert.
Der Kampf ist hier glücklicherweise schon vorbei. Und jetzt kriegen wir noch einen Standalone-Trainer, der hoffentlich ein bisschen interessanter ist. Hast du immer noch nicht genug? Ah, hier sind Sprengstofffallen im Fußboden versteckt. Ein falscher Tritt und alles fliegt dir um die Ohren. Ja, Sprengstofffallen indirekt. Also, vielleicht ist es mit Sprengstoff, aber es sind eigentlich Pokémon-Fallen. Wir treten irgendwo drauf und dann spawnen Pokémon, je nachdem, welche Falle wir ausgelöst haben. Ist ganz interessant, weil die Pokémon sind an anderen Stellen manchmal ziemlich selten. Die es hier so gibt. Kleinschein ist, glaube ich, auch dabei. Das braucht keiner. Smogmog haben wir ja auch schon in der Turmruine von Teak City gefunden. Also so spannend ist das auch nicht. Aber so grundsätzlich gesehen... Ja, ein Voltoball gibt es, glaube ich, auch. Aber das haben wir uns ja schon getauscht gegen ein Krabi. Also auch nicht sinnvoll für uns. Habe ich übrigens gesagt, der Trainer hier ist ein bisschen interessanter. Mit 4 Radfratz ist man auch nicht interessant. Ist mal was Neues, aber interessant ist das noch lange nicht. Nee, nee, nee. Das ist weit entfernt von interessant. Aber na gut, was gemacht werden muss, muss gemacht werden. Ne? Ihr kennt das doch. So, einmal Kopfnuss. Entfernen wir das Radfratz. Horrido, mein Freund. Kravum! So, genau. Und jetzt können wir sagen, wir gehen hier nach unten. Und da haben wir schon die erste Falle ausgelöst. Eine Blitzfalle, sprich ein Voltoball für uns. Hallo, Voltoball. Na du? Ja, ignorieren wir aber mal. Oder? Na. Ignorieren wir. Noch ein Voltoball. Das probiere ich zu besiegen. Ich habe gerade mal aufs Level geguckt und war dann so... Level 23. Voltoball hat nicht so besonders die hohe Verteidigung. Vielleicht reicht ja eine Attacke. Dann kann man Voltoball wenigstens mitnehmen in den Tod. Gibt sicherlich genauso... Naja, gut, reicht nicht. Schade, dann werde ich fliehen, dann lohnt sich das nicht. Wenn ich es nicht one-hitten kann, bringt mir das nichts. Außer es gibt jetzt 500 oder so, 300, nee. Dann verzichte ich da drauf. So, und noch eine Steinfalle, sprich ein Kleinstein. Davon will ich erst recht nichts. So, und das Gute ist, wir haben jetzt hier einen sicheren Pfad in die Fallen reingedoktert. Also hier können wir jetzt dauerhaft drüber laufen, ohne dass irgendwas passiert. Ich schau mal, ja, guck mal, hier haben wir jetzt noch eine Giftfalle. Da müsste jetzt noch ein Smogon rauskommen. Einfach, damit ihr es auch gesehen habt. Aber, ja, wie schon gesagt, haben wir aus der Turmruine, brauchen wir hier alles nicht. Vielleicht kann ich aber das Smogon wenigstens besiegen mit einem Angriff. Auch das reicht nicht. Aber es setzt Finale ein. Hurra! Das ist aber toll. Ich hoffe, Cole überlebt das Ganze. Ja, Gott sei Dank. Gut, für die anderen Gegner ist es egal. So, mehr zeige ich euch hier auch nicht. Das hier ist übrigens ganz interessant. Wir kommen nämlich einfach wieder zurück an den Start. Tja. Wir hätten so schön weitergehen können, aber ihr kennt mein Problem. Ich will eh alles einsammeln. Deswegen noch ein Kampf gegen die Snobillycat-Leute, dann können wir da noch das Item einsammeln und dann gucken wir mal. Dann haben wir immer noch 2 Statuen vor uns, wenn wir die hier geschafft haben. Es ist halt echt nicht spannend. Wir haben es dann glücklicherweise gleich erledigt, weil die stehen nur hier am Eingang. Warum, kann ich euch nicht sagen, aber die stehen nur hier am Eingang. Deswegen alles entspannt, wenn es ja immer weg ist. Witziges Detail, wir kriegen schon wieder bei dem Gegner hier ein Level ab. Ich habe das nicht mit Absicht gemacht, Leute. Ich habe einfach nur Pokémon bekämpft. So, mein Zubat-Freund. Da sollte Kopfnuss wieder reichen. Und das Level-Up. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob ich es richtig im Kopf behalten habe. Dass es Level 32 war oder ob ich das gerade verwechsle. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich das verwechsle, dass Impergator am Level 32 war. Ja, dann habe ich das verwechselt, scheiße. Dann war Impergator 32, nachdem Tyrakrok 18 hatte. Und wir sind hier, glaube ich, auf der 36, nachdem wir uns im Level 14 entwickelt haben. Ach, naja, alles Käse. Alles Käse. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Da kannst du nichts machen. So, ich glaube übrigens, ich werde jetzt nur noch den hier besiegen, dann sammeln wir das Item auf, dann gehen wir nach unten. Und sollte dann nichts mehr Spannendes sein, wovon ich nicht ausgehe, werde ich die anderen beiden Snobillycat-Kämpfe offscreen machen. Weil es lohnt sich für euch einfach nicht, glaube ich. Immer wieder dieselben 5 Pokémon hintereinander zu sehen.
Spannender wird's nicht als das hier. Sind wir mal ehrlich miteinander. Spannender wird's einfach nicht. Na gut, das Einzige, was vielleicht ein bisschen spannender wird, ich könnte mal von Cole weg auf Osram. Der ist ja auch ein bisschen schwächer als alle anderen. Aber, naja, die Ultraspannung ist es auch nicht. Juti, du haust ab, die Statue ist aus, wir kriegen einen Hypertrank. So, und hier unten gibt es nur noch weitere zwei Statuen und dazwischen ein Pokéball. Den Pokéball sammle ich nicht ein, aber wie gesagt, die Statuen mache ich jetzt offscreen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn wir die unteren Etagen des Rocket-Versteckes hier betreten. Das wird ein bisschen spannender als die Snobilikat hier. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss!